Anna? Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Test in World of Tanks. Und zwar auf dem Testserver für das Update 9.3. Und zwar werden wir heute mal für euch neuen Panzer austesten, wie ist es jetzt dazu kam und die auch verändert wurden. Zum Beispiel der K1S wurde umgeändert zum K85 und ja, da wollen wir eigentlich kein Review zu machen. Jo, und ich bin auch da, Alter, hab ich eine hohe Range zum Gucken. Ach, mit den T49 habe ich mit der VF gewonnen. Jo. So, also als erstes teste ich den T49 für euch. GD5000, und damit ich sagen, das ist keiner Scout-Panzer. Der T49 Jagdpanzer wurde umbenannt zu T67, bleibt mal stehen. So, ich will euch jetzt zeigen, wie viel Schaden diese Kanone macht. Mit einem Schuss. Also das ist für einen Scout schon ziemlich heftig. Also das war jetzt von frontal. Jetzt teste ich von der Seite. So, und was sie noch verändert haben, ist Grafik. Wenn man jetzt gegen Haus schießt oder auf den Boden oder schlägt ein, dann sind da schwarze Spuren, also so Einschlagsspuren, und die haben die Sounds im Zoom-Modus ein bisschen verändert. So, von der Seite hat man gesehen, ist ziemlich brutal, und von hinten dann auch. Nein, warte noch mal kurz. Die haben den Turm genauso gemacht wie beim neuen Leopard. Der neueste. Mhm. Ja. Warte, ich will vorher auch noch schießen. Ich will meinen Muni verballern. Dann bin ich tot. Nee. Oh, mein Gunner. Oh, Muni hat. Und das ist auch eine neue Erinnerung. Und zwar, also die haben rausgenommen, dass der Turm wegfliegt. Aber dafür haben sie diese, diesen, was soll ich sagen, Feuerpilz reingepackt. Ja, das war das erste Video. So, jetzt werde ich, welchen teste ich jetzt für euch aus? Ich sage mal, oh ja, warte, ich habe keinen Platz mehr in der Garage. Muss ich kurz welche Panzer verkaufen? Dann verkaufe ich mal den 110er. Ich guck kurz. Im Manchester war, stellen wir in die Beschreibung rein, wo ihr den downloaden könnt. Dann könnt ihr das Fahrzeug auch nochmal selber ausprobieren. Zu downloaden gibt's 7,7 GB oder so. Ja, momentan. Und das wird sich vielleicht noch ein bisschen ändern. Und ja. Warte, ich mach mal bereit. Ja. Ich will kurz, muss kurz Fahrzeuge verkaufen, damit ich mir wieder Platz in der Garage hab. So, jetzt habe ich 3 Garagenstellplätze für 3 Panzer. Ich würde mal sagen, wir testen für euch mal die M41 Bulldog oder wer war das da? Im Schussmagazin. Das war auch die Bulldog, oder? Ja, das war die Bulldog. Und zwar die M41 Bulldog. Hört sich ja an wie die M41 Arti. Dafür wurde die M41 umbenannt in die M41 HMC, glaube ich, war das. Was gibt's noch? Genau, beim IS-7 wurde der Turm verändert und die Gun verändert. Also der Damage bleibt gleich, aber dafür ist halt, wie soll ich sagen, die Gun ein bisschen anders geformt worden. Ich sag jetzt nur jetzt den M41 Bulldog, weil der ist sozusagen genauso gleich wie der T37. Der ist nur ein bisschen größer. Und als nächstes gibt's dann halt noch den von den Russen, den LTTB. Auch neu. Und bei den Deutschen gibt's nochmal den neuen RU251. Willst du den testen? Ja, kann ich machen. Gut, den wird er dann testen. Ich teste jetzt für euch nur bei den Russen. Für mich sind die Russen ein Favorit, weil die ja ein bisschen stärker sind, ne? Aber. Schneidest du das aus? Nee, lass ich drin. Okay. So. Also nach dem M41 Bulldog. Ja, warte.
Nach dem M41 Bulldog kommt nochmal der LTTB. Und ja. So. Also die Reihe zum T49 könnt ihr machen über den Chaffee. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Bin mir ja gerade nicht sicher. Ob sie noch die Erfahrung. Nein, dass sie noch die Erfahrung unterstufen. Weißt du? Bist du dir sicher, dass du gegen mich kämpfen möchtest? Arsch. Ich dachte, mir fällt das nochmal vorher auf, dass ich den VF genommen habe, aber. Du darfst aber nicht schießen, ne? Das sehen wir noch. So, der M41 Walker Bulldog hat kann nur Gold schießen. Im Ernst? Ja, also nur Hackgeschoss. Der hat ziemlich schnell einen Tour. Der ist ziemlich schnell, kann ich gleich mal zeigen, indem ich bei ihm rumfahre. Hat eine Reload-Zeit. Habe ich gerade so einen abgottigen Ping. Alter, mein Ping ist gerade irgendwie voll behindert. Mein Bruder macht gerade irgendwie was. Ach, egal. Okay, jetzt hier wieder besser. Eine Reload-Time von 40 Sekunden, weil das ein Automagazin ist. Ich kann eigentlich mal gucken, wie viele Kugeln drin hat, wenn ich fertig bin. So, da hinten bist du. Kann ja nicht schießen, ne? Ich versuche mal deine Ketten zu treffen. So, nein. So, ich habe 10 Kugeln drin, ne? Ich will die jetzt mal nicht austesten, okay? Wie wird der Milch hier machen? Von vorne und von hinten, Alter. Moment, ich kann gerade nicht. Sieht sehr interessant aus, was du da machst. Ja, ich bin gerade gegen die Wand gefahren. Okay, von der Seite. Okay, von vorne. Na. Von vorne jetzt geht nichts. Von vorne kann ich nicht rein. Was? Ich warte mal ab. Ey, bleib mal stehen. Nein! Komm mal, mock mich. Alter, ich komme wirklich nicht durch. Alter! Schöner Rammschaden! Ja, bei mir kommen die Schüsse jetzt erst an. Gerade voll abgründig einen schlechten Ping, ey. Ey, komm! Jetzt lass ich! So bleib ich jetzt 40 Sekunden, weißt du? Oh, das sah so geil aus. Jetzt geht mein Ping wieder. Ein bisschen. Ja. Jetzt haut der auch noch ab. Ja, krieg mich doch. Ja, krieg mich doch. Ja, krieg mich doch. Ja, Alter, durch die Lecke kann ich kaum fahren. Was ist denn hier los? Ein Ding von 188. Nein! Ja, komm, verschieß doch. Also es ist ein sehr schöner Panzer. Muss ich sagen. Scheiße, dass ich meinen Turm nicht ganz drehen kann. Okay. Und jetzt testest du welchen? Den Russe. Okay, nee, der Deutsche. Ja, ich weiß, dass es ein Deutscher ist, aber der heißt Ru für Russe. Ja. Achso, genau, den Russen, ja. Gut, dann nehme ich auch mal einen anderen Panzer. Nehme ich den mal. So. Ja, was wollen wir als nächstes als Projekt machen? Ich denke mal, es kommt dann erstmal World of Tanks. Minecraft, wenn du eine bessere Grafikkarte hast. Ja. Wenn ich habe. Ich werde meinen PC auch, denke ich mal, neu machen.
Genau, bei mir gibt es nächstes Mal Minecraft oder Planetzeit, auf jeden Fall bei mir. Planetzeit können wir auch spielen. Aber es geht erst, wenn ich meinen neuen PC habe. Weil mein derzeitiger Laptop, da hält das nicht aus. Und ja. Was gibt's noch? Dann können wir vielleicht noch War Thunder oder so spielen, oder? Ne, War Thunder gar nicht. Ja, okay, wenn du's nicht willst. Wie kannst du Black das? Ops, Black Ops 2 können wir spielen, Battlefield. Was noch? LOL willst du ja spielen. Ja, das kommt bei mir auch. Später auch mal bei ihm. Ja, später. Du musst das nicht dann hochspielen, weil ich schon da will. Nein, du nimmst nicht die 120. Hey, komm, du. Ich bin der Fehler in der Aufnahme. Ja, das war gerade Nightmare Area, Alex. Ja, wir sind nämlich gerade auf seinem Community Team Speak. Ja, aber der wird gesponsert von Emir, von GTFA. Ja, von mir, weil ich ihn auch gemacht habe. Ich stelle seinen Link mal unten in die Beschreibung. Ich habe ja, zwar schon ein Video für ihn gemacht, aber es kommt dann noch eins. War dann. Ja. Kann der mit ihm labern, mit ihm zocken, was ihr wollt. Mit ihm quatschen. Ja, momentan hat der Teamspeak 17 Slots. Also ihr könnt auch ruhig spenden, dann wird er noch größer. Genau. Das hier ist ein Spähpanzer. Ja, wie ein Spähpanzer. Ja, die U 251 ist ein Spähpanzer. Ach so, wegen dem Zeichen da, mit dem. Ich hatte nicht so ein Kreuz wie wir Deutschen, sondern so ein Medicals Kreuz, ne? Ne, der hat auch ein Kreuz. Ja, aber so ein so wellenartig. Ja, das ist eigentlich das normale deutsche Zeichen. Also heutzutage zumindest. Das haben wir auch im Clan. Ah. LOL. Ist leider einfach. Okay, ja. Ey, versuchst du dich jetzt von außen ran zu schmuggeln? Wieso? LOL, du bist bis jetzt erst drauf gekommen. Oh, gleich mein Munilager, du Arsch. Hallo, ich bin dran. Ich weiß. Ich weiß gerade gar nicht. Okay, jetzt testen von vorne erstmal. Von vorne. Muss auch dein Turm am besten nach vorne drehen. Erstmal von vorne. Was schießt du? Am Turm kommt man nicht durch. Was schießt denn du? Das hört sich an wie Gold. Hm? Das hört sich an wie Gold. Ja, ist auch cool. Permission to engage. Oh, schießt mit Gold. So. Geht's von der Seite? Nein, ich muss erstmal vorne unten probieren. Let's find another target. Weil vorne oben kommt man ganz schlecht durch. Schieß ich mal genau auf dein Abzeichen, ne? Dann kommt man durch. Kommt Schaden. Dann seitlich. Schieß einmal über die Ketten und einmal in die Ketten. Macht Schaden, Alter. So, dann in die Ketten. Und jetzt von hinten. Warte mal kurz. Yay, schön rüber. Also da müsste ungefähr dein Motor sitzen. Du hast mein Munilager getroffen. Der muss nachher. Da musst du der Muni nach. Was nee. War's da? Nichts. Target acquired. Okay, das war's eigentlich. Warte. Toluke. Jo, dieser Treffer. Ja, okay, welchen wollen wir jetzt noch testen? Der LTTB. Genau. Den teste ich auch. Und den T54 Lightweight teste ich gleich mit. Den welchen? Den T54 Lightweight. Genau. Den teste ich gleich mit. So. Und in welcher Mannschaft ist denn der? Russen. Russen? Immer diese Russen, ne? Ach, wo ist denn der? Russen. Der ist beim T34 da lang. Den T54 Lightweight nehme ich. Ist das der T44?
Hä? Hab ich jetzt verarschen, aber keinen Platz mehr in der Garage? Nein! Hä? Wo ist denn der? Der ist beim T34. Da Russen. Irgendwo. Achso, ja, das ist ja 7er Panzer. Das nehme ich mal eben schnell davor. Genau, dann kann ich gleich noch mal für euch den KV85 zeigen. Und zwar will ich euch einmal was sagen. Die haben ja gesagt, sie wollen sie sozusagen schlecht machen. Wieso kann ich nicht auf dem Weg? Von Panzerung und von Lehm her haben sie gesagt, den wollen sie schlecht machen. Falsch. Das ist nicht so. Achso. Und zwar, der KV85 ist sozusagen der KV1S. Hat eine andere Gun. Macht auch trotzdem so viel Damage, hat aber eine 122mm Gun, ist ein bisschen kleiner, hat aber für 870 Hitpoints. Muss man nicht geben, ne? Du bist ja ein 7er, dann muss ich auch ein 7er nehmen, ne? Jetzt muss ich kurz gucken. Ist die Frage, ne, in die Richtung ist es nicht. 85, 200. Ah, genau. Kann das sowieso nicht hören. Den hier nehmen wir. Das finde ich auch nicht. Und die 25. Genau. Machen wir den mal fertig. 7er Panzer mit einer mit einem 10er Funkgerät. Ist natürlich nice. Das heißt, ich habe eine schön hohe Sichtweite. Also ich muss sagen, der EU, der RU, ne, den wir gerade eben getestet haben, der hat eine richtig gute Tarnsache. Ist ja auch ein Speer. Der braucht das. Ja. Erstens, ich hab den erst gesehen, wo du genau vor mir standest. Ja, das ist nice. Das ist so geil. So. Er hat ein witziges Aussehen, muss ich sagen. T29, okay. Hat er nicht von vorne so eine scheiß Panzerung? Der T29, ist das nicht der Brite, der diese Amerikaner... Nein, das ist ein Ami, das ist ein Ami, ja, Mann. Ami, das muss man doch kennen. Ja, Ami, der diese gute Panzerung hat. Oh ja. Ich werde mal versuchen, irgendwo raufzuschießen von da. Ohne Gold. Was hast du vorne für eine... Der hat eine lange Gun. Also sieht aus wie ein KV-1S. So ein bisschen. Würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Ist ein, ich wollte gerade sagen, ist ein Brite. Ist aber ein Ami. Richtig guter Ami, kann ich nur empfehlen. Holt ihn euch, den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der hier für Tarnwerte hat. Aber er ist aber auch ein Spähpanzer, sag ich mal. Also er müsste eigentlich auch ganz gute Tarnwerte haben. Okay, aber warten, bis ich dir bereitstehe, okay? Der fährt aber auch mal eben schnell 70 km/h, hat dich schon entdeckt. Na? Jetzt hab ich dich. Okay. Komm her. Warte, ich will noch eine Runde fahren. Mit meinen gerade 60 km/h, geradeaus gefahren 70 km/h. So, versuche ich vorne durchzukommen. Vorne. Okay, Turm. Erstmal nicht auf die Kommandolupe. Oben rauf schießen oder? Nicht Kommandolupe, erstmal so Frontalturm.
Okay, das heißt in die Gun. Nein, nicht in die Gun. Gut daneben. We didn't even scratch them. Dann schieße ich einmal oben drauf, Kommandolücke, da müsste es Schwachstelle sein, ne? Penetration. Ja. Das war dann von der Seite. Oh, bist du noch? Du Scheiße! So, dann schieße ich einmal auf die Ketten. Der hat hier vorne nämlich noch eine extra Panzerung am Turm, eine Waffe. Ja, die Waffe, das ist die Waffenblende. Da kommt man überhaupt nicht durch. Turm kann man, kommt man nur an der Kommandolupe durch. Warte, das können wir testen. Ja. Oh, mit Gold, Alter, mit Gold. Das ist eine Panzerung, das ist die Turm, das ist eine Turmpanzerung wie beim T und bei T34. Ich schwöre euch, wenn ihr euch. Wo hab ich dich getroffen? Lol, der Turm ist doch weggeflogen. Ach, Lol. Verbrennen! Alter, mein Muni-Lager! Ich hab Lol, das haben sie doch nicht rausgemacht, dass der Turm wegfliegt. Du musst das Muni-Lager treffen, damit der Turm wegfliegt. Ja, hab ich immer. Das ist dann Mann, ich hab noch gar nicht von hinten drauf geschossen, aber egal. Egal. Okay, was gibt's noch denn zu testen? Gar nichts eigentlich, oder? Warte, wir testen IS. Wir testen den IS-7. Okay. Beim IS-7 wurde ja auch was verändert. Oder, was denn? Wenn ich mich nicht irre, hast du nicht was gesagt? Turm und so wurde verändert, also die Turm, flacher Turm und so. Ja, erkennt man ja schon. Ja, also der ist noch flacher, ne? Mhm. Kannst du mal kurz nehmen, können wir uns mal austesten. Ja, ein 100, Alter. Fick dich. Viel Spaß. Das ist so ein Arsch. Oh. Waiting Players. Oh, jetzt geht's los. Und ich habe natürlich vergessen, Gold zu laden. Ah, du Goldarsch. Wieso willst du Gold schießen? Nein, Scherz. Oh, Levin ist wieder auf dem Teamspeak. Ja, noch nicht reinziehen. Ne, mach ich auch nicht. Ich glaube, morgen kommt dann mal so ein Mewtwo Let's Play, ne, also so einem normalen Mewtwo. Kann man ein bisschen hochfahren, ne? Mhm. Let's go! Und andere Leute ärgern. Vorher jetzt noch ein paar Tricks zeigen. Und zwar, die noch kein EN100 fahren. Wollte ich euch mal sagen, immer wenn ihr fahrt, Turm immer anwinkeln. Das ist höchste Priorität beim EN100. Turm immer anwinkeln. Okay. War das von der Seite oder was? Nein. Siehst du mich nicht? Denn? Ich fahr gerade hier rein. Ich fahr gerade rein. Oh, du hast mich gerade nicht gesehen. Hab ich jetzt erst gesehen, wo du geschossen hast. Ich müsste wieder unsichtbar sein, oder? Was? Bin ich unsichtbar? Ja. Fick dich, du zielst auf mich. Gut ist natürlich bei dir, du hast einen Stein und so. Ja, muss so. Und hast, siehst du mich immer noch? Ja. Du bist nicht zu übersehen. Weil weg. Komm, schieß. We didn't penetrate their armor. Danke. Ich hab gesehen, wie der Schuss wieder zurück zu mir kam, aber in die Luft gegangen ist. Ne, du bist abgeprallt. Ich weiß, der ist abgeprallt und dann ist er in die Luft wieder gegangen. Boah, was die Piloten aushalten müssen, ne? Nein, also ich meine jetzt hier, ich guck grad eine Reportage nebenbei. Und die halt ins All wollen. Müssen was verstehen, und zwar die müssen in sich einen reinsetzen. Wir werden auf dem Boden eingeschnallt und die Piloten auch. Und
dann macht die im hohen, also in der Luft machen die dann Looping. Oh, eine der Ketten. Bei dir beim E100 müsste ich Goldmuni laden. Oder stell ich mal mit der Gansu hin, dass ich die treffen kann. Genau so. Oh, du bist auch dumm abgeprallt an der Waffenblende wieder. Du kommst bei mir. Bei mir kommst du an der Waffenblende nicht durch, wenn ich so stehe. Ja, ich weiß. Aber die E7 hat einen Vorteil. Wenn man geschossen hat, muss man keine Ahnung wie viele Sekunden nachladen. Aber. Ah, der Schuss ging mir schon wieder abgeprallt. Ich bin auch in dem Moment weggefahren. Du musst in der genau auf die Turmlücke schießen. Ah, du hast meine Ketten dabei, du Arsch. We didn't even scratch them. Schmeckt mir so aus dem Nichts. Freundchen. Oh. Alter, ich hab zu viele Kratzer, Alter. Verkratz mir nicht mein Lack. Mann, das tut mir aber leid. Wie lange muss noch nachladen? Hab schon nachgeladen. Jetzt warten, bis wir vorkommen. Blöde, kommst du jetzt schon von der Seite? Ich hab's gewusst, dass du da stehst. Moment, ich versuch mal mit Vollspeed an dir vorbeizufahren. Muss ich weiter zurückfahren. Nein, bleib da mal stehen, bleib da mal stehen. Siehst du mich schon? Wuh, hat geklappt! Ich bin daneben geschossen. Ja, leider. Okay, jetzt komme ich auch mal mit aufs Schlachtfeld. Man sieht sie hier und hat einfach nur zu starke Panzerung. Komm ich hinten bei dir durch? Bleib mal stehen, ich möchte mal hinten bei dir durchkommen. So, warte mal, ich stelle mich jetzt einfach mal so hin hier. Ne, ich möchte schon hinten bei dir durchkommen. Oder Moment, ja, bleib mal so stehen, ich versuche mal was. Ich versuche an zwei Stellen. Brauchst du nicht versuchen. Brauchst du nicht versuchen, frontal. Ich versuche nochmal eine von Frontalsache. Dein Motor müsste eigentlich da liegen, so, ne? Versuch mal frontal bei dir durchzukommen. Warte, ich möchte vorher noch mal einmal von frontal bei dir versuchen. Tusch, Arschloch, das ist meine Gun. Kaputt oder leicht? Leicht. Mein Motor. Was machst du da? Ich verstehe dich gerade nicht, aber was du da machst. Komm, wie langsam ich bin und. Nein, lass mal. Ich hab den Motor zerlegt. Das waren meine Ketten. Tracks up.
Let's go. Oh, Alter, guck mal, wie lange ich ohne mit beschädigtem Motor bin. Ja, jetzt kannst du jetzt die Kasse von der Seite, ne? Oh, fuck. Habe ich gerade einen schlechten Ping. Fass, ich schieß mal auf meinen Turm. Ja, ich soll auf den Turm schießen. Hab ich gemacht. Okay, was wollen wir jetzt noch austesten? Wir fahren jetzt mal. Ja, warte mal. Was? Oh, lass uns Arti fahren. Ich hab keine Arti. Hol dir die GW100. Ich hab keinen Platz mehr, ich kann auch keine Fahrzeuge mehr verkaufen. Hä, dann kauf die mit Gold. Kein Gold mehr. Noob. Ich hab mir schon zu viele Garagenstellplätze gekauft. Wir könnten nicht mal was versuchen. Hast du einen Neuner? Ah, egal, nehmen wir erstmal dein Easy. Und dann? In welchen kommst du dann an? Genau, T57 Heavy. Ja, so 4x 3 bis 500 Damage. Ich hab schon wieder vergessen, Gold zu laden. Juhu! Aber wie spät du mich erst aufdeckst immer. Ja, komm, keine Ahnung warum. Hast du Tarnet drin? Nein. Ahnung, das Geld. Nö. Okay, ich glaube, das ist das letzte Gefecht für heute. So ein paar Tipps und Tricks und so zeigen und ein paar neue Fahrzeuge, die jetzt im nächsten Update reinkommen, wollen wir euch zeigen. Einfach nur. Ich würde mal sagen, dann kommt morgen eine Folge WOT, ganz normal. Und ja. Wenn ich dann meinen besseren PC habe, was ein bisschen dauern wird, kommt dann natürlich Minecraft. Fährst du genau geradeaus? Ja. Hast du den Schuss gesehen? Ja. Ging aber weiternehmen. Weiternehmen? Ja, zu weit. So. Pro Kugel muss der T57 Heavy 2 Sekunden nachladen. Wenn ihr wollt und auch wenn wir jetzt ein paar WOT-Zuschauer haben, könnt ihr das so machen, dass, dass ihr uns Replay schickt und Screenshots von euren Stats, was ihr am Ende des Gefechts gekriegt habt. So, wo bist denn du? Frage ist doch, wo du bist. Da kommst du doch schon. Hä, wieso komme ich bei denen nicht mehr durch? Hinten zählen nicht. Ja, das kann ich nicht auch. Wann? Ich frag mich, wie ich dich getroffen hab. Also, das war's mit dem Video. Ciao. Jo.